Der Fotograf Horst Marker stellt derzeit in der Galerie intern aus. Seine außergewöhnliche Technik und seine Perspektiven begeistern auch Kollegen aus der Künstlerschaft und persönliche Freunde, für die er sich besonders Zeit nahm. Ipsdal News bat die ersten Besucher, sich ihr persönliches Lieblingsbild auszusuchen. Hildraut Schennach war vom vernebelten Sonntagberg begeistert, während Farishta Azizi von den bunten Ipssteinen beeindruckt war. Maria Hölblinger wiederum war mehr für Schwarzweiß. Josef Prinz war von diesem perspektivisch außergewöhnlichen Weidhofen-Bild angetan. Seine Frau Eva wiederum gefällt das Mostviertel in seiner gesamten Breite. Differenzierte Schattierungen sind Anregung für Franz und Hertha Pöchhacker. Ulrike Haderer ist Weidhofen-Fan und es war kein Wunder, dass sie auch dieses Bild wählte. Zurück zu den Ipssteinen, für die auch Gottfried Prinz votet. Stille und Ruhe sucht Brigitte Waser bei diesem Bild. Ja, Steine ziehen an, auch Ingrid Sonnleitner und Manfred Scholz. Hubert Bauernhauser war von diesem perspektivisch toll inszenierten Rapsfeld fasziniert. Und die Galeristin selbst möchte sich von diesem von einer Feuerleiter aufgenommenen Weidhofen-Foto nicht mehr trennen.